Nordpol! Wir sind immer noch dabei mit unserer Nordpol Chaos Squad und wir gehen mal weiter zum Match. Wir haben 240.000 Gold, weil wir nochmal gegen die Middledorf Smashers antreten müssen, die uns im ersten Spiel so böse zugesetzt haben. Ich glaube, das sind die doch, ne? Ich weiß es nicht genau. Okay, was holen wir uns davon? Erstmal machen wir wieder Training. Kein Spieltag ohne Training für Backfisch. Und 52,4%. Sehr gut. So. Was können wir denn dann von unseren... Können wir wieder hier Tränke holen? Ein Stärketrank für... für Engal und für Umbra und für der Retch kann auch eingebrochen. Geschicklichkeitstränke kaufen wir auch. Einen Fabini. Und dann behalten wir noch irgendjemanden im Auge. Hier den Werfer behalten wir im Auge. Und dann haben wir auch schon wieder alles ausgegeben. Huhu. 1560 Teamwert. Das ist schon was. Na, hoffentlich ist er... Er lädt. Hoffentlich stürzt er mir jetzt nicht ab. Aber da sind wir. Schönes Stadion. Im Eis und Schnee. Hallo, liebe Zuschauer, und wir... Hallo, Leute! Hey, hallo, Jim, und wir... Hallo, Bob! Hey, das heutige Match, die Ränge erschüttern. Im wahrsten Sinne des Wortes, Bob. Die Hooligans haben schon damit angefangen, die Tribüne zu zerlegen. Zwischen diesen beiden Teams liegen heute Welten. Keine Frage. Die Fans scheinen sich darum nicht zu kümmern. Im Gegenteil, sie freuen sich auf das Match. Also wir haben gar nicht geguckt, was jetzt hier von unseren Sachen eingetroffen ist. Bini hat also anscheinend kein Plus auf Geschicklichkeit bekommen. Das ist schon mal sehr schade. Haben das denn hier... Ah, hier, Engel hat Plus auf Stärke bekommen. Sehr gut. Umbreon leider nicht. Wen hatten wir denn noch einen? Ich glaube, dem Ratch hatten wir, glaube ich, noch was gegeben. Ne? Wen haben wir denn hier... Loridas. Hier Backfisch mit Geschicklichkeit plus. Er hat das Training wohl geholfen. Reg hat nichts für ein Plus bekommen. Naja, okay. Wir schauen mal, wie das jetzt hier gegen die Middledorf Smashers so aussieht. Und kicken mal. Da hat er aber ganz schön daneben gekickt hier. Brillantes Training. Die Smashers bekommen extra. Ein suboptimaler Ankick, würde ich sagen. Und da laufen sie Richtung Mittellinie und werden jetzt versuchen, den Ball zu sichern. Ich habe mich ein Feld zu weit nach hinten gestellt, glaube ich. Ihre Sprüche einsetzen. Hast du nicht einmal in der Albion-Liga gespielt? Eine untere Liga, in der das Zaubern von draußen verboten war? Oh ja, das waren tolle Zeiten. Ich kann mich noch daran erinnern, dass viele Fans nur anreisten, um zu sehen, wie sich die Zauberer gegen eine Horde wütender Blood Bowls ausbauten. Das knisternde Zischen eines Feuerballs ist gefolgt vom typischen Knack von Knochen, wie der Zauberer. Und vergesst nicht, Kinder, probiert das gar nicht zu Hause aus. Das sind immerhin ausgepuffte Profis. Tja, zumindest einer von denen. Genau. Probiert das nicht zu Hause aus. So. Hier lassen wir mal jetzt die Fäuste sprechen. Oder nicht. Gegessen wird hier, was auf die Visage kommt.
werden wir uns jetzt auch mal hier dran begeben an die Gegner. So, der Mischka hat Blocken, der kann jetzt hier mal ordentlich reinpfeffern. Ah, der Gegner hat leider auch Blocken. Dann schieben wir ihn nur zur Seite. Und hier Backfisch nochmal hin mit Ausweichen. So, haben wir jetzt hier, glaube ich, eine ganz gute Defensivline stehen. Hier noch ein bisschen die Gegner ein bisschen blocken und mit einem Go for it den Max-Monster nach hier. Bitte sabotier uns nicht wieder, Max. Nein, diesmal hat er es geschafft. Sehr gut. Und der extra Wiederholungswurf wird uns hoffentlich gute Dienste heißen. Hier geht jetzt gleich die Keilerei los, ich sag euch das schon. Ganz und gar nicht, wenn man bedenkt, dass Blood Bowl-Spieler auch weniger anfällig für Gehirne an sich sind. Erst völlig regungslos und dann, zack, mitten ins Gesicht. Na? Da läuft er. Allerdings hat er kaum Support momentan. Gefundenes Fressen für Max. Oder auch hier für einen anderen, die hier noch rumstehen. Sehr schön. Jetzt kann hier der... Hat doch Stärke 5. Auch Stärke 5. Achso, ich werde hier nicht unterstützt. Ah, okay. Schade, schade. Stehen erstmal auf. Hier Plastiklöffel unterstützt. Hier mal. Davon müssen wir rausdodgen. Das kann in die Hose gehen. Ja, natürlich geht es fast in die Hose. Das ist so ein Ärger aber auch. So, und ein Blitz auf den Ballwerfer. Auf den Ballführenden. Sehr schön. Funktioniert. Der Ball geht nach draußen. Sehr gut, sehr gut. So. Dann fangen wir mal an, uns zu kloppen hier. Ein bisschen ein paar Menschen kloppen. Autsch! Voll auf die Knolle! Ab jetzt wird er bestimmt Probleme beim Schnäuzen haben. Kennst du die Evil Gits? Das Team besteht aus wirklich bösen Spielern. Ihre Anhänger haben... Go for it! ...bösesten Fans bekommen. Völlig verdient, muss ich hinzufügen. Sehr gut, hat geklappt. So, ein Einserblock hier. Ah, schade. Da hat es den Umbreon umgehauen. Ja, aber zumindest haben wir den Ball jetzt aus den Händen des Gegners schon mal entrissen. Auch wenn wir hier jetzt schon wieder unter Druck sind. Aber wir haben hier Backfisch mit Agility 4 am Ball. Das kann gut gehen. Na, was kommt da jetzt? Ein Blitz gegen einen Tiermensch von hier? Ah, sehr gut. Der Koala hat Ausweichen. Daher wird er nicht zu Boden geschickt. Das ist so korrekt. So, hier aufstehen, Bini. Und hier werden wir jetzt erstmal einen Blitz machen mit dem Endgeil. Und der haut die jetzt so. Pass auf. Ah, schade. So, dann sichern wir weiter den Ball. Der Umbrun muss aufstehen. So, hier haben wir den Zu. Der könnte jetzt auch... Sicher gefangen! Jetzt heißt es nur noch überleben! Der könnte jetzt auch mal hier richtig einen Sprint nach vorne machen. Komm schon, fang ihn! Jawoll! Sehr gut, und so ab dafür! So, der kommt leider an den dran. Das heißt, ich muss hier mal einen umhauen. Nee. So, und versuchen mich mal hier an den dran zu stellen. Was ist denn das hier für einer? Der hat Fangen und Ausweichen und auch nur Stärke 2. Das heißt, es ist nicht so sonderlich schlimm. So, den Blitz habe ich schon gemacht. Durch zwei Tackle-Zonen durchlaufen ist jetzt nicht so die geilste Idee.
dann unterstützen wir doch mal hier den Umbreon. Und geben ab. Ja, sieht gut aus für unseren ersten Touchdown gegen die Menschen. Ja, da kommt da angewurzelt. Das ist ein Fänger, ne? Ja. Was macht der im Backfield, ein Fänger? Das ist noch ein Fänger. Ja, sehr gut. Wir haben den Oger gelegt. Das ist immer gut. So, und dann auf zum Sichern. Hier einmal ein Blitz. Ah, der hat leider Ausweichen. Aber wegschieben vom Ballträger können wir ihn trotzdem. So, hier der wird umgehauen. Der wird umgehauen. Sehr gut, auf 5 fällt. Und schafft es damit auch noch, sich Gehör zu verschaffen. So, hier gehen wir jetzt mal an die Touchdown-Linie. Wir brauchen noch einen Supporter hier oben für die folgenden Runden. Ansonsten sieht unsere Präsenz hier ganz gut aus. Er hat nur 2 Stärke, 2 Leute hier. Die können uns auf jeden Fall nicht vernünftig blocken. Ah, ich hätte hier noch schlagen können. So, jetzt wird er hier ausweichen. Die Fans machen hier ordentlich Radau. Versuchen sich an den Ballträger heranzuschleichen. Wen haben wir hier eigentlich oben? Das ist der zu. Der könnte eigentlich auch nochmal passen. Naja, egal. Wir werden gleich. Ja, der Ratch könnte auch einen Touchdown gebrauchen. Wir haben noch genug Wiederholungswürfe, um das mal zu probieren, aber noch ist die Boardpräsenz des Gegners hier zu stark. Wir müssen noch ein paar ausschalten, damit das ohne Probleme klappt. Aber das sind halt keine Vampire, gegen die wir hier zocken. So. Hau ihn. Dann schieben wir ihn doch mal weg. Weg mit dir. So. Der Ratch stellt sich mal hier hin. Und nehmen wir hier Beanie. Kann eh keinen Ball aufheben. Dann kann er auch mal blitzen. Und zack. Jawohl. So, Backfisch auch mal zur Unterstützung nach da oben. So, und dann haben wir hier den mal um. Komm, Umbreon, das schaffst du. So. Der Oger muss jetzt auch wieder festgehalten werden hier. Schade, hier steht einer am Rand. Das hätte ich eigentlich ausnutzen müssen. Aber gut. Schauen wir mal, wohin es uns bringt. Noch sieht's gut aus. Turnover, wo ist der Turnover passiert? Ach, der ist da rausgedodged. Okay. Dann pinnen wir ihn da nochmal fest. So. Hier haben wir einen Einserblock. Der lässt sich aber zum Zweierblock machen. Ja. Umbreon auf ein weiteres versucht er ihn umzuhauen hier. Nee, schafft er nicht. So.
Der Rest sind 1er Blocks. Pum, 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 pum. Versuchen wir doch mal den Pass auf den Wedge. Komm. Ah, nicht gefangen. Schade. Warum ich jetzt mit dem Tsuji nicht den Touchdown machen wollte, weil der hat schon genug Punkte, um als MVP aufzusteigen. Naja, wir haben noch 2 Runden, um den Touchdown zu machen. Und wir sind hier eigentlich ganz gut präsentiert auf dem Board. So, der Ogre ist wieder aufgestanden. Der ist hier raus. Das war ein sehr risky Manöver von ihm. Hat er aber geschafft. Ich könnte eigentlich das Protokoll wieder anmachen hier. Kann man auf dem Weiß natürlich extrem schlecht lesen. Es soll im neuen Teil ja wie gesagt kein Protokoll mehr geben. Das ist irgendwie nicht so geil. Vielleicht war wohl keine so gute Idee vom Gegenspieler, über seine Familie herzuziehen. Blackpool ist angeblich die härteste aller Sportarten. Ach, das sagen sie oft. Aber eigentlich muss man ja nur ein paar Schläge einstecken. Nur ein paar Schläge, ja. Tja, das hat wohl nicht geklappt. Das war auch ein sehr riskantes Manöver, sage ich mal. So. Dann hier Bini. Mal wieder zu dem. Und hier wird weiter drauf gehauen. Irgendwann muss ich noch mal umboxen hier. Der braucht jetzt wohl einen Sanitäter. Ja, und zwar einen sehr guten. So. Hier einmal zur Unterstützung, damit wir den Ogre wieder umhauen können. Ja, schade. So, was machen wir jetzt hier? Am liebsten... Am Backfisch, wenn sie noch einen Pass wirft, wird sie als MVP aufsteigen können. Ja. So, und jetzt der Pass auf den Wedge. Perfekt. Und dann machen wir doch jetzt einfach den Touchdown, dann haben wir es hinter uns. Zack. Und Reg mit seinen ersten Starspielerpunkten. Chaotisch. Sehr, die beiden bleiben liegen, das ist auch ganz gut. Und diesmal kicken wir vernünftiger. Wir haben uns ja hier einen zu weit nach hinten gestellt. Deswegen gehen wir jetzt wieder einen nach vorne. Okay. Und diesmal kicken wir das Ganze ein bisschen weiter hoffentlich. Oh, sieht ganz gut aus. Ah, wieder aus dem Feld gekickt. Ja, kicken können wir noch nicht so richtig. Yeah. Das schafft in diesem Zug eh nichts mehr. Das ist ein bisschen, das könnten sie vielleicht irgendwie besser machen, dass man im Zug des Gegners irgendwie nicht so irgendwie so zugucken muss. Weil da läuft eh nichts mehr. Könnten sie dem Computer schon beibringen, dass da irgendwie nichts mehr läuft. Also er braucht halt keinen Käfig mehr um den Ball machen, weil... Ne? Völlig unnötig. Autsch, das kann nicht gesund gewesen sein. Mitten ins Gesicht. Naja. So. Unser letzter Zug. Da versuchen wir noch ein bisschen Schaden anzurichten. Hier ein bisschen den Ogre umzingeln, dann gucken, ob wir den Ogre rauskriegen. So, hauen wir den Ogre doch mal. Ja. So, jetzt liegt er. Dieser echte Haken war eines Orts würdig. Das kann man wohl sagen. Der braucht bestimmt lange, bis er sich davon erholt. Wupp. Einen Blitz können wir auch noch machen. Am besten mit einem, der Blocken hat. Hier, so, zack, einmal ein Blitz. Ja, sehr schön. Ah, leider nichts. So, und der Loridus macht jetzt mal einen Foul, damit wir es auch mal gemacht haben. Hier, zack. Und auf den Ogre. Ja, schwer verletzt. Und der Loridus ist leider dafür vom Platz verwiesen worden. Aber den Tausch Ogre gegen Loridus mache ich gerne.
Aber ich glaube, er hat den Oger gerettet. Drei sind raus. Ja, der Oger steht noch. Jetzt müsste ich mal jetzt hier lesen, warum der noch steht. Moment. Irgendwie hier so irgendwo. Sanitäter. Ja. Sanitäter benutzt. Für den Oger. Okay, jetzt fehlt uns der Lorry das natürlich. Aber jetzt, wir haben den Sanitäter vom Gegner schon mal gebraucht. So, und wir kriegen jetzt den Ball. Wo ist denn Backfisch? Hier hinten ist Backfisch. Zack. So, der Beanie. Der müsste eigentlich einen Touchdown machen, damit er mal aufsteigt und Blocken kriegt, weil Blocken ist gar nicht so unwichtig für den. Dann stellen wir mal nach hier außen, damit er mal ordentlich rumblocken kann. So. Der kann sich hier hinstellen. Und hier hinstellen. Er steht ziemlich aggressiv hier, der Mensch. Stellen den Chaoskrieger doch besser nach da. So, und einen nach hier. Und dann nehmen wir das Ganze an. 3, 2, 1, Hans! Zip. Oh, der Ball ist ziemlich weit weg. Naja, gut. Müssen wir mit leben. Wir beginnen mit einem Block hier. Warum sind die Chaos-Teams so lästig? Hier. So, einmal kaputt machen, bitte. Nein. Schade. Den haben wir auch weg. So, dann können wir den wegblitzen. Sehr gut. Beanie haut den für einen Dreier. Jawoll, das sind Starspielerpunkte für Beanie. So muss das doch sein. Das war zwar ein wirklich toller Angriff mit nahezu perfekter Haltung. Und so, Backfisch. Ja. Ich bezweifle aber, dass schnappt den Ball. Genauso darüber erfreut ist wie ich. Angesichts der klaffenden und Pass auf Max Monster. Und schön gefangen. Unsere Passmaschine Backfisch. Yeah. So. Ja, er ist schon kein schlechter Spieler. Dann laufen wir doch mal zwar mit dem hier rüber. Der kann nächste Runde nicht aufstehen. Das heißt, hier ist der Max relativ sicher. Das läuft. So. Hier haben wir Einser-Blocks. Aber gut, müssen wir machen. Zack. Auch das läuft. Oh, der hat Stärke 4. Naja, 1er Block. Ah, schade. Den Umbrian haut's wieder um. Die Umbrian können keine 1er Blocks, müssen wir uns merken. So. Eigentlich muss ich ja jetzt hier mit dem Enger irgendwie versuchen, den Touchdown zu machen. Der muss nämlich aufsteigen hier. Der braucht Block. So. Sie finden sie ja uns ein bisschen zuzustellen. Komm, umrühren, steh mal wieder auf. So, sehr gut. Blockt den da mal weg, den Oger. Wiederholung. Zack. Weg mit dir. So, einmal den Ball übergeben, bitte an den Engel, weil ich möchte echt mit dem den Touchdown machen. So, und dann gehen wir mal mit dem hier rüber auf die andere Seite. Und sichern hier mal ein bisschen ab. So, der kann hier rum. Oh, das war Glück. Ich habe nicht gesehen, dass er noch in der Tackle-Zone drin stand. So, ein 1er Block.
ein Einserblock. Hier rum. Und dann wird es zum Zweierblock. Zack. Und jetzt können wir den auch rumblocken. Sehr gut, sehr gut. Wer war das? Das war Plastiklöffel. Herzlichen Glückwunsch, Plastiklöffel, zu 2 Starspielerpunkten. So. Rundenende. Ja, hier sind wir natürlich offen für den Fänger, aber der... Also wenn der gegen den Stärke 5 Agilität 4 Engel da was machen will, da muss er sich schon anstrengen. Wer ist hier nochmal der Stärke 4er bei denen? Hm. Scheint raus zu sein. Oh, auch ganz gut. Gut. Schicken wir mal Umbrun wieder hier rein. Ins Geschehen. Und fangen hier mal an, ein bisschen Kloppe zu verteilen. Sehr gut. Jetzt geht's hier langsam los. Mischka haut hier einen vom Feld. So, Einserblock. Das ist nicht so schön. Hm, wir haben noch 3 Wiederholungswürfe. Ich glaube, ich mache den Blitz mit Engai. Zack. Im Idealfall haut er einen um, kriegt 2 Sparspielerpunkte, kann dann einfach mit Pass die letzten Punkte holen. So, dann einmal nach hier drüben. Und mit Agilität 4 kann er da ohne weiteres raus. So, und hier, zack. Und raus. Den Ogre müssen wir mal trotzdem blocken. Besser ist das. So, und der Beanie läuft mal nach hier oben. So, und dann haben wir nur noch 1er Blocks. Probieren wir die mal. Einmal den an den Rand schieben hier. Und hier noch ein 1er Block, der nichts einbringt. Sieht gut aus, sieht gut aus. Bin zufrieden mit dem Spielverlauf. Wenn wir gleich mit dem den Touchdown machen können, dann bin ich sehr, sehr zufrieden. Damit ich meinen... ja, aber es ist ein richtiger Fehler, ist das ja nicht, ein Chaoskrieger und Agilität 4 zu geben, aber richtig gebrauchen kann er das nicht. So. Jetzt geht's hier ans Eingemachte. Einser? Naja, Moment, stopp. Ach, das hier ist der Stärke 4er. Okay. Der hat Ringen. Mal hier rüber. Hauen den mal. Weg mit dir. Dann gehen wir mit dem einen nach vorne und hauen den. Sehr gut, komm, jetzt hau ihn vom Feld. Schade. Engel nach vorne. Eine Schlacht sei. Es gebe keine Sieger, sondern nur Überlebende. Oh, sehr tiefgründig. Genauso tief, wie seine Mannschaft momentan im Dreck steckt. So. Hier haben wir einen Einserblock, den wir auch wahrnehmen. Ja, das läuft momentan. Sehr schön. Das erinnert mich daran, wie ich Chris. Und der läuft nach hier vorne. Oh ja, du hast ihm die Kniescheibe zertrümmert. Der gute zu. So. Und dann haben wir es doch wieder. So, der wird jetzt hier versuchen rauszuspringen. Der hat auch Stärke 4. Und die 2 Leute mit Stärke 4. Krass. Na gut, gut, dass wir Stärke 5 hier haben mit dem Engel. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, den jetzt da umzublocken. Ja, der Ogre. Keine Chance. So, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach schnell den Touchdown.
haben dann vielleicht sogar noch Zeit, einen weiteren zu machen. Ich glaube nicht, dass wir das Spiel noch verlieren. Ja, der arme Loridas, für seinen Foul schmort er jetzt auf der Tribüne. Und hier, ja, stehen alle nicht auf. Sehr gut, das gegnerische Team schwer ersatzgeschwächt. So. Der Bini geht wieder in die Mitte. Ansonsten unsere bewährte Defensivtaktik hier. Das Gerücht geht um, dass der Ogre Morgan Thorpe, der ehemalige Kapitän der Chaos All-Stars, ein Comeback feiern könnte. Und zack, wo ist Buckfish? Buckfish muss nach hinten. 50 Touchdowns durch Goblin-Würfe. 50 erlaufene Touchdowns und eine unfassbare Zahl von... Okay. Einen weiter nach vorne kann man sie noch stellen. Und jetzt geht's los hier. Kick. Der Ball ist in der Luft und das Spiel geht los. Perfekte Abwehr. Du kannst deine Spieler neu platzieren. Also der wird jetzt hier ja ohne Ende gemoscht. Das wollen wir nicht, den Bini wollen wir nicht, dass er so ohne weiteres umgemoscht wird. Plus 1 auf Stärke. Das heißt, wir ziehen den nach hier. Dann hat er hier nämlich auch noch einen 1er Block. So. Hier gehen wir auch direkt mal schön aggressiv an die Linie. Und hier auch. Ich glaube, so können wir das machen. Das könnte er natürlich mit dem Ogre hier rein, aber na gut, dann hat er danach ein Problem. So, hier wird jetzt gemoscht gleich. Ja, nur geschoben, den Max Monster. Wer haben wir hier noch? Die Mischka. Jo. Umgemischt. Steh wieder auf, Bini. Nimm die Axt runter, Tim. Ich kann das alles erklären. Nimm sofort die Axt runter. Sehr gut. Vom Feld. Da ist der Ballträger. Und den kriegen wir sogar diese Runde. Mit einem gezielten Blitz durch den Umbreon. Einser, aber egal. Wiederholungswurf. Ja, diesmal hat er es geschafft. Zack, weg mit dem Ball. So, hier haben wir unseren Agilitäts 4, Buckfish. Zack. Der Angriff könnte ihr Spiel wieder antreiben. Wem geben wir den Ball? Wir gehen erstmal noch einen weg. So, der steht nächste Runde ja noch. Hier müssen wir noch ein bisschen blocken. Ein paar Einser-Box. Ein bisschen weiter weg vom Ballträger. Hier haben wir noch einen 1er-Block. Sehr schön. Und noch ein 1er-Block. Ach, schade, der hat nicht geklappt. War auch risky. War auch risky. Aber es ist möglich, dass wir noch einen Touchdown machen wollten. Vielleicht mit Umbreon. Das wäre auch cool. Aber er ist ein bisschen langsam. Der muss in 2 Turns hier rüberlaufen. Das wird er wahrscheinlich nicht schaffen. Wahrscheinlich wird es Buckfish sein, den, wenn überhaupt, den Touchdown macht. Ja, Buckfish umzingelt. Nicht gut, nicht gut. So, erstmal hier nach vorne. Aufstehen. So, wie kriegen wir sie jetzt da raus? Den hauen wir erstmal mit dem Umbreon. Umbreon ist nicht in Form. Der ist nicht in Form. Hier war ein 1er-Block. Können wir aber einen 2er draus machen. Sehr gut. Komm, hau ihn weg. Der hat ihn wohl schlafen geschickt. So.
Hier können wir nochmal wegblocken. Zack. Voll auf die Knolle. Ab jetzt wird er bestimmt und einmal raus. Es ist ein bisschen risky hier bei zweimal aus Tackle Zone, aber wir haben Agilität 4, das sollte reichen. Wie hat er es geschafft, dem Tackling zu entkommen? Eine Schande ist das. Sehr gut. Der Gegner scheint gegen sich selbst zu spielen. So, dann machen wir hier noch einen Blitz. Sehr gut, wir haben Blocken, er nicht. Bam. Ein Einser-Block gegen den Oger. Und dann können wir noch hier wieder rein. So. Die einzigen, die Backfisch gefährlich werden kann, ist der hier. Ja, vielleicht der noch. Aber es sieht gut aus für unseren Touchdown. Hilft leider nicht zum automatischen Aufstieg. So. Wie machen wir das jetzt hier am geschicktesten? Den Ogre müssen wir wieder umhauen hier. Nein, zack. So, das ist ein Zweierblock. Komm, wir machen jetzt einfach den Touchdown. Das ist sind 3 Starspielerpunkte, die wir mitnehmen. Sehr schön. Der arme Eloy, das ist immer noch auf der Tribüne. Da stehen jetzt 3 Spieler vom Gegner wieder auf, aber gut, er hat nur noch einen einzigen Zug. Da wird nicht mehr viel passieren. Wir behalten weiter. Wir halten unsere Chaoskrieger jetzt mal nahe hier bei dem beim Beanie. Und der Rest geht nach hinten an die Line. Und außer Reichweite der Menschen. Weil da möchte ich jetzt kein großes Risiko mehr eingehen, dass wir da noch ein paar Tiermenschen verlieren. Könnte ja alles passieren. Der Trainer eines Chaos-Teams lebt und Kick. Wenn sie zur Feier eines Siegs nicht sein Hirn aufessen würden, könnte das sich anders. Stimmt, und ihm bei einer Niederlage nicht vierteilen würden. So, lass es sein, Junge. Das Spiel ist vorbei, du hast verloren. Ja, jetzt sucht er nach Unterstützung. Du hast verloren. Jetzt baut er hier wieder lange in Ewigkeiten so einen Käfig. Versucht nochmal hier rein zu smashen. Der arme Beanie wird gehauen. Ja. Autsch. Ja, noch ist nichts passiert hier. Hier wird er wahrscheinlich noch, obwohl das ist, nee, das ist der Umrein, der könnte sogar nochmal gehauen werden hier, wenn er sich geschickt anstellt, aber ich glaube nicht, dass er das noch macht hier mit dem. Ah doch. Aber ein Zweierblock gegen sich. Nichts passiert, wir haben gewonnen. Also von einem 1:1 zu einem souveränen 3:0. Unser Team entwickelt sich. Und das gegnerische Team war jetzt auch gar nicht so schlecht aufgestellt, fand ich. Ja. Das wollen die Fans für ihr teures Geld sehen. Das stimmt. Und die Urbewertung ist absolut. 50.000 Gold ist okay. Fanfaktor auch erhöht. So, dann gucken wir nochmal. Wer ist der MVP geworden? Der Mischka. Der hatte... Das nächste Stufe nach 9. Stufe 2, 7. Ich glaube, er ist nichts aufgestiegen. Müssen wir weiter gucken hier. Ja, wir haben die Trophäe gewonnen. Hier... Die Liga dominiert.
Bester Werfer, Backfisch. Bester Läufer, Backfisch. Gewalttätigster Spieler, 1x. Wir haben die meisten Pässe und die meisten Touchdowns. Ist denn der beste Fänger? 1x ist der beste Fänger. Okay. Also Backfisch und 1x. Die Agility zählt 4, sind schon ordentlich gewesen. So. Jo. Schauen wir mal, was die Aufstiege sagen. Aber erst müssen wir hier ins nächste Spiel vorrücken. Der Windpokal war ursprünglich nur ein Wettkampf unter Waldelfen. Trotz der Tatsache, dass schon mehr als 15 Jahre andere Rassen... Na? Turnier zu, kann man die Zahl der fremden Sieger in einer Trollhand abzählen. Okay. Hier können wir... noch nicht hin. Wir können nur hier hin. Hier können wir... haben wir zu wenig Prestige für. Also wir können nur hier spielen. Okay, dann spielen wir doch da. An Wettbewerb teilnehmen. So, und wir haben Aufstiege. Ah, nur der Engel. Der Mischka war ja aufgestiegen. Der ist jetzt auf 14 und braucht noch 2 Punkte. Okay. Die nächsten Aufstiege sind dann hier bei Backfisch, Mischka und Zu. Die anderen hinken alle so ein bisschen hinterher, aber gut. So, Engel, was... ja, das ist eindeutig blocken. So, jetzt kann man dich auch wieder benutzen. Vernünftig zumindest. Okay. Ja, schauen wir nochmal, was können wir denn für 80.000 nochmal erledigen hier an Zeug. Wir können, Wiederholungswurf ist zu teuer, glaube ich. Wir können uns eigentlich mal hier einen Cheerleader kaufen. Ein Cheerleader und einen Co-Trainer. Damit wir auch mal was haben. Und sind dann bereit zum nächsten Match. So. Ich weiß nicht, warum hier immer nur 2 Teams angezeigt werden. Das müssten eigentlich 3 Teams sein, gegen die wir spielen müssen. Wir haben auf jeden Fall Untote und Nekromanten als Gegner. Und naja. Spielen jetzt gegen die Drowned Sharks, ein Untoten-Team. Aber das erst in der nächsten Folge. Bis dahin, have fun, euer Koali. Tschüss!